Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie du den SQL-Befehl between anwendest. Bevor wir loslegen können, bitte ich dich, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Business Transfer anbieten zu können und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Der Between-Befehl wird genutzt, wenn ein bestimmter Bereich, Datenbereich selektiert werden soll. Ich habe uns drei Beispiele mitgebracht, die wir uns gemeinsam ansehen. Am häufigsten wird dieser Befehl für die Selektion eines bestimmten Zahlenbereiches verwendet. Praktischerweise lässt sich der Between-Operator nicht nur für Zahlen, sondern auch für Buchstaben und Datums- bzw. Zeitangaben anwenden. Sehen wir uns ein Beispiel an, wie du den Between-Befehl für den Zahlenbereich anwendest. Dazu habe ich bereits SQL Server Management Studio geöffnet und darin habe ich in der Datenbank AdventureWorks mehrere Tabellen und dort habe ich in der Tabelle Fact Finance einen Datenbereich, den ich nun auf einen gewissen Zahlenbereich einschränken möchte, und zwar die Spalte Amount, welche als Betrag hier angeführt ist. Diesen möchte ich nun einschränken mit dem Between-Befehl. Wie mache ich das? Indem ich den Befehl WHERE anschließend jenes Attribut bzw. Spalte, welche ich filtern möchte, in diesem Fall Amount. Anschließend gebe ich nun den Befehl Between und kann nun angeben, in welchem Zahlenbereich ich die Selektion vornehmen möchte. In diesem Fall einen Bereich 500 und bis zu 1500. Diese Bereiche sind inklusiv. Das bedeutet, wenn ich diese Abfrage ausführe, erhalte ich nun die entsprechende Selektion bzw. Datenbereich. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Und zwar kann ich auch den SQL-Befehl Between für Buchstaben anwenden. Wie sieht das konkret aus? Dazu wechsle ich nun in ein neues Abfragefenster und habe dort die Tabelle dem Customer. Diese Tabelle beinhaltet nun die entsprechenden Kundendaten und habe dort ein Feld First Name und dieses kann ich beispielsweise auf einen Anfangsbuchstaben einschränken. Wie vorhin verwende ich nun den Befehl WHERE, gebe nun die entsprechende Spalte an First Name, nun der Between-Befehl und kann nun unter diesen Anführungszeichen den ersten Anfangsbuchstaben angeben, beispielsweise A, und möchte alle Namen oder alle First Name zwischen A und dem Buchstaben C. Wenn ich nun diese Abfrage ausführe, sehen wir nun, dass die Selektion alle Namen anführt, die nun mit dem Buchstaben A beginnen und mit dem Buchstaben B. Der Buchstabe C ist nicht inkludiert. Möchte ich diesen dazu nehmen, so müsste ich diesen anstatt C den Bereich erweitern auf den Buchstaben D und erhalte nun auch jene Kunden, die mit den Anfangsbuchstaben C beginnen. Zu guter Letzt gibt es noch eine Anwendung für den Between-Befehl und zwar für Datumswerte. Diese sehen wie folgt aus. Hier sehen wir eine Tabelle, und zwar eine Datumstabelle. Diese besitzt die Spalte Full Date, Alternate Key. Und diese möchte ich nun auf einen bestimmten Zeitraum einschränken. Dazu verwende ich wiederum den WHERE-Befehl. Gebe nun die entsprechende Spalte an und kann nun
mit dem Between-Befehl einen Zeitraum angeben. Ich möchte beispielsweise den Zeitraum von 2011 01 01 bis zu dem Zeitraum 2012 02 02. Anschließend führe ich diese Abfrage aus und wie man sieht, erhalte ich nun die entsprechenden Datensätze für diesen bestimmten Zeitraum. Wie ihr seht, könnt ihr damit gezielter Abfragen erstellen und konkrete Einschränkungen vornehmen. Und falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Und bis dahin alles Gute und viel Erfolg.